Hallo, hier ist Lia 2004 mit der Nachberichterstattung zum Samstagabend-Topspiel des vierten Spieltags. RB Leipzig gegen den FC Bayern München, die vermutlich momentan mit dem BVB zwei der drei besten Teams Deutschlands. Der FC Bayern sowieso, außer auf der Tabelle, natürlich auf Rang 1. Dort stehen sie hinter dem VfL Wolfsburg, die tatsächlich 12 Punkte aus 4 Spielen geholt haben, was sehr stark ist. Bayern eigentlich wieder mit einer Top-11. Zwei verletzte Spieler sind zurückgekehrt in die Startelf, Hernandez und Pavard auf Rechtsverteidiger und Innenverteidiger. Und eine weitere Veränderung gab es noch zum letzten Spiel. Es war Leo Sané, der für Jamal Musiala, glaube ich, starten durfte. Oder anstatt Musiala in der Startelf stehen durfte. Und beim FC Bayern hat es auch gar nicht so lange gedauert, bis man das erste Tor erzielt hat in diesem Spiel. 12. Minute Lewandowski per Elfmeter. Kevin Campbell vorher mit einem Handspiel, wurde gar nicht so sehr reklamiert. Dann wurde es mit dem Videoschiedsrichter überprüft und dann wurde dieser Elfmeter dann doch gegeben für den FC Bayern München. Lewandowski sehr, sehr souverän verwandelt, Torwart in die falsche Ecke geschickt. Da war nicht viel zu machen. Und ansonsten gab es in der ersten Halbzeit tatsächlich nicht so viele Highlights. Leipzig hatte so gut wie gar keine Aktion vorne, Bayern einige, aber auch nichts, was wirklich zwingend war. Goretzka hatte mal einen Schuss, Lewandowski auch. Aus der Distanz hatte Sané eine gar nicht so schlechte Aktion, aus 17, 18 Metern. Aber ansonsten nichts Besonderes. Sané ein gutes Spiel wieder gemacht, der wurde vor allem am Ende stärker. Dann kurz vor der Halbzeit, kurze Schrecksekunde, Serge Gnabry musste verletzt ausgewechselt werden, das war irgendwie 43. oder 44. Dann kam Jamal Musiala, hat sich noch kurz für die erste Halbzeit einwechseln lassen und dann, ist aber auch nicht mehr viel passiert. Also Halbzeitstand 1:0, da ging es in der zweiten Halbzeit aber direkt richtig ab. Der frisch eingewechselte Spieler sozusagen, Jamal Musiala in der 47. Minute mit dem 2:0. Lewandowski legt den Ball links raus. Alphonso Davies mit einem überragenden Lauf über die linke Seite mitgekommen. Spielt in die Mitte. Musiala nimmt ihn mit rechts an und schließt dann mit links ab. War echt ein schönes Tor. War eine sehr schöne Kombination. Und Jamal Musiala hat getroffen. Das freut ja generell sehr. Danach hat Leipzig ein Abseitstor erzielt. Was, wie gesagt, André Silva stand im Abseits, wurde aberkannt. Und dann hat Leroy Sané getroffen, 54. Minute, Lewandowski kriegt den Ball von, ich glaube es war Müller oder Goretzka, nach einem Abschlag, also Leipzig direkt den Ball wieder verloren, legt ihn dann rechts rüber auf Musiala, ich hätte gedacht, er hätte auf links auf Sané legen müssen, Musiala dribbelt sich durch, legt ihn einmal durch den Strafraum und dann kommt da Leroy Sané eingesprungen und macht den Ball, Sané schön vorher kurz noch gewartet, dass er sicherlich nicht im Abseits steht, war kein Abseits und dann hat Sané das 3:0 erzielt. Danach hatte Sané noch eine Szene, er ist ganz alleine auf den Torwart zugelaufen, sehr starker Lauf, hat sich ein bisschen weit nach links ziehen lassen und hat dann am Ende den Ball nicht getroffen. Sané trotzdem echt ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, die Aktion war ein bisschen, war schlecht, hätte man besser machen können. Direkt danach hat dann aber Leimer getroffen für Leipzig mit einem richtigen Banger-Tor, also wirklich, das waren 20 Meter in Knick und Halleluja. Aber das war es noch nicht ganz, Bayern wurde stärker, Sané noch einige gute Szenen gehabt, Sabitzer wurde unter anderem noch eingewechselt, der Transfer von RB Leipzig. Oder von RB Leipzig zum FC Bayern. Und dann in der 92. Minute hat Choupo-Moting noch getroffen, nachdem Sabitzer vorher auch noch eine Chance vergeben hatte, nach einer sehr starken Parade von Gulaschi. Also hätte man definitiv treffen können. Das war's, damit gewinnt der FC Bayern das Topspiel mit 4:1. Leipzig damit aus 4 Spielen nur 3 Punkte geholt, was echt nicht so gut ist. Also was echt schlecht ist für ein Team mit den Ansprüchen. Ich als Bayern-Fan gucke jetzt natürlich voraus auf Dienstag Champions League. Wird auf meinem Kanal live gestreamt, Bayern gegen Barca. Ich habe richtig Bock, das aus in diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen und ciao.